Grüß euch, meine Lieben. Ich habe ein neues Rezeptteil für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ich diesen Riesenbrezel gebacken habe. Und im heutigen Video zeige ich euch, wie man den backt und in einem anderen dann, wie man es befüllen könnte oder wie ich das halt befülle. Ja, und wie ich den jetzt gebacken habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal 180 Gramm Wasser. Das hat bei mir Zimmertemperatur. 150 Gramm Milch. Wer möchte, kann die Milch auch weglassen und es einfach durch Wasser ersetzen. 20 Gramm frischen Germ. Alternativ könnt ihr auch trockene nehmen. Dann nehmt einfach nur 7 Gramm. Einen halben Teelöffel Zucker. 570 Gramm Mehl. Das ist hier in Österreich ein Typ 700 und in Deutschland ein 550er. 10 Gramm Salz, ein Teelöffel Backmalz. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr das durch einen Esslöffel, durch einen Teelöffel Honig ersetzen. Und dann 3 Esslöffel Öl, in meinem Fall Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber natürlich auch ein anderes nehmen. Ihr könnt aber auch Butter nehmen, wenn ihr wollt. Das Ganze kann jetzt entweder mit der Küchenmaschine oder mit den Händen geknetet werden. So um die, ja, 10 bis 12 Minuten, einfach bis es ein schöner glatter Teig wird. Den fertig gekneteten Teig werden wir jetzt einfach nur zu einer schönen Kugel formen. Dann nehmen wir uns einfach eine Schüssel, bemehlen sie ganz leicht, geben dann unseren Teig hinein. Der wird auch nur ganz leicht von oben bemehlt. Dann wird das einfach nur gut abgedeckt und den lassen wir jetzt bitte für 20 bis 30 Minuten lang ruhen. Nun werden wir unseren Teig einfach nur rausstürzen. Jetzt bemehle ich mir das nur leicht und jetzt rollen wir das einfach so länglich aus. Das Ganze nehme ich mir jetzt und drehe es einmal um. Seht ihr? So habe ich hier ein bisschen, wie soll ich sagen, da wird es dann ein bisschen schmäler, aber ihr werdet jetzt dann eh sehen, was ich meine. Das Ganze werden wir jetzt schön eng aufrollen. Und dann zum Schluss drücken wir uns die Enden da zusammen. Viele werden sich jetzt denken, warum können wir nicht gleich aus dem Teig einfach so eine Stange halt, wieso können wir das nicht gleich formen? Weil dann der Teig immer so. Er ist dann einfach nicht schön glatt, der ist dann so schrumpelig und der bleibt dann nicht in der Form, weil wir wollen ihn auch aufgehen lassen und er sollte möglichst schön in Form bleiben und gleichmäßig aufgehen und nicht so sehr in die Breite. Deswegen mache ich das dann immer so, aber falls euch das nicht gefällt, könnt ihr das auch natürlich anders machen. Und jetzt werden wir uns unsere Schlange einfach nur etwas länger formen und schaut einfach, dass ihr den Mittelteil einfach länger lasst. Das heißt, wir formen dann einfach nur mehr auf den Seiten. Die sollen dann einfach nur schmäler sein. So sieht das dann in etwa bei mir aus. Bei mir haben jeweils die zwei dünnen Stränge da, also die zwei dünneren Seiten, jeweils so bis hierher 45 cm, so circa in der Norm. Ihr müsst das bitte nicht so genau machen, aber dass ihr in etwa wisst, wie groß ich das mache. Also die beiden Seiten von hier nach oben in etwa 45 cm und der dicke Teil hier hat um die 30 cm. Und nun bemehlt euch dann nur leicht eure Arbeitsfläche. Ich schiebe das jetzt nur kurz weg. Ich werde das jetzt gleich auf Backpapier formen, weil ich das dann einfach nicht nochmal die Brezel nehmen möchte und dann aufs Backblech drauf. Deswegen können wir es gleich da oben formen. Und nun nehmen wir uns einfach nur die zwei langen Stränge, kreuzen sie einmal
einmal gekreuzt, dann noch einmal und dann ziehen wir die einfach nur so nach unten. Und dann können wir das da wirklich schön ein bisschen zusammenzupfen und formen, wirklich, dass euch dann die Form eures Rätsels gefällt. Seht ihr, so sieht dann circa mein Brezi aus. Jetzt könnt ihr da einfach nur schauen, da die Nähte einfach nur so herumdrehen, damit das dann beim Backen nicht aufgeht. Und jetzt könnt ihr das noch alles zurechtzupfen, weil später, wenn es dann aufgegangen ist, geht es dann leicht schwerer. Ich habe mir das jetzt nur auf mein Backblech gezogen. Schaut nur, dass euer Brezel so mittig wie möglich oben ist, dass er überall rundherum richtig Platz hat. Seht ihr, also das ist jetzt meiner Meinung nach irgendwie die bestmöglich große Form, die man jetzt in einem normalen Backofen backen kann. Also so wie diese gekauften, diese riesigen, das kann man zu Hause halt einfach schwer machen, weil der Backofen zu klein ist. Aber mit dieser Menge Mehl, finde ich, schafft man das super, dass es in einem ins Backblech hineinpasst. Ihr könnt natürlich auch die doppelte nehmen, aber das wird halt natürlich dann nicht mehr so aussehen, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, falls man jetzt irgendwie mehr brauchen würde, aber sonst kann man natürlich auch zwei machen. Unser Brezi wird jetzt einfach nur gut abgedeckt, damit er uns nicht austrocknet und den lassen wir jetzt bitte für 30 bis 45 Minuten lang schön aufgehen. Wenn euer Brezel dann schön aufgegangen ist, werden wir uns dann gleich unsere Lauge richten. Dafür habe ich hier einfach nur einen Topf mit 250 Milliliter Wasser und das werde ich jetzt einmal aufkochen. Wenn das Ganze dann kocht, gebe ich einmal einen Teelöffel Salz dazu. Dann drehen wir ab und geben dann 15 Gramm Haushaltsnatron dazu. Bitte schaut, dass ihr da einfach einen größeren Topf habt, weil das sprudelt dann so rauf. Das schwenke ich jetzt nur so ein bisschen, dass sich das schön drinnen auflöst. Und dann wäre das auch schon fertig. Dann können wir dann gleich damit unsere Brezel bestreichen. Da haben wir jetzt dann unseren Brezel. Der ist wirklich super aufgegangen. Jetzt nehmen wir uns das gleich heiß und werden dann überall schön vorsichtig unseren Brezel damit bepinseln. Das ist halt das Blöde, man kann den Brezel leider schwer darinnen zu Hause kochen, weil es einfach schwer zum Umsetzen ist. Deswegen kann man es nur bepinseln. Wenn man es drinnen ein bisschen kochen könnte, wäre das super. Aber leider ist das leicht schwer, aber es funktioniert so auch ganz gut. Schaut bitte, dass ihr nichts auslasst und ganz vorsichtig nur bestreichen, weil die gefüllt ist mit Luft und wirklich überall. Wenn ihr jetzt überall schön drüber gegangen seid, könnt ihr das dann auch noch so ein bisschen, so mit dem Pinsel einfach so ein bisschen drüber, dass es einfach gut getränkt ist. Hier bleibt dann leider doch sehr viel zurück, aber ich habe euch da schwer eine Menge, also eine noch kleinere Menge zeigen können. Aber wer möchte, kann eigentlich auch mehr Teig machen und dann kleines Gebäck und das darinnen einfach dann kochen. Dann habt ihr viel anderes Gebäck halt auch noch mit dazu. So könnte man das dann auch noch verwerten. Man kann es jetzt dann beliebig bestreuen. Ich mag Kümmel halt sehr gerne, deswegen gebe ich gleich ein bisschen Kümmel drauf. Und auch noch etwas Salz. Ihr könnt es natürlich beliebig mit allem anderen natürlich auch bestreuen, vielleicht auch mit Sesam, was ihr halt gern habt. Ich würde euch nur empfehlen, solltet ihr die Brezel dann nach dem Backen einfrieren wollen, da würde ich jetzt da kein Salz drauf geben, weil das wird dann irgendwie so leicht feucht. Also das würde ich eher abraten. Und jetzt werde ich den unten auch nur noch einmal einschneiden. So, und jetzt kommt das bitte ins vorgeheizte Backrohr bei 190 Grad Ober-Unterhitze. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch bei Heißluft backen. Und stellt wieder ein bis zwei Tassen mit Wasser auf den Backofenboden, dass einfach schön Dampf entsteht, dann kann der gleich ein bisschen besser hochgehen. So, meine Lieben, so sieht mein Brezel jetzt fertig gebacken aus. Der war bei mir so um die 30 Minuten im Backofen, aber ihr beobachtet das einfach, jeder Brezel backt anders. Jeder Backofen backt anders. Nach dem Backen lasst ihn dann einfach vollständig auskühlen und dann kann man ihn dann schneiden und befüllen. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video, einfach weil es sonst
zu lang wäre. Und ich will euch alles schön in Ruhe erklären und alles schön zeigen. Deswegen werde ich daraus jetzt zwei Videos machen. Wie schon vorher gesagt, kann man den natürlich einfrieren, am besten halt ohne das Salz. Ich würde vielleicht empfehlen, dass man das einfach ein paar Minuten weniger backt, es dann vollständig auskühlen lässt, es dann einfriert und bei Bedarf dann einfach nur rausholen, auftauen und dann kann man das dann noch ein bisschen dazu backen, dann schmeckt es gleich noch ein bisschen frischer. Und ja, ich finde es immer ganz super, Laugengebäck zu backen, weil einfach schon, wenn man es dann, nachdem man es in den Backofen reingegeben hat, sobald es dann so richtig schön nach Laugengebäck riecht, ist es einfach wunderbar. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!